Jaskashta. Eigentlich wollte er seinen Schatz selber nutzen. Ich habe dieses Waschbecken auf dem Flohmarkt gekauft für mein Haus oder meine Wohnung. Und da momentan in Augsburg die Preise explodieren, habe ich das noch auf Eis gelegt. Das ist mein interessanter Fall. Hallöchen. Sieht auch interessant aus, wenn einer komm so ist. Komm her, sag ich mal Horst. Tobi. Hallo. Tobi, komm, stell dich hier hin. Sven. Mein Gott, bist du bereit. Hi, Tobi. Wenn du vor einem stehst, hat man ja Gefühl, der Vorhang geht zu. Sag mal, machst du Bodybuilding? Nee, ich bin Masseur. Masseur? Ja. Du, da hätte ich gleich noch einen schönen Job für dich. Weißt du, hier in der Seite, da habe ich irgendwie ganz, das ist ganz komisch. Ja, nee, das können, da, merkst du, das können wir nachher machen. Das ganz hart. Oh, ja. Oh. Okay, schwerer Fall. Schwerer Fall, ne, ja. Oder? So ein starker Mann mit einem Waschbecken. Ja. Da musst du mir aber zu erklären. Wo hast du das denn jetzt gefunden? Ich habe das auf dem Flohmarkt gefunden. Aha. Und, ja, warum? Warum kauft man denn dann als Mann so ein Waschbecken? Na, da habe ich gar nicht danach geguckt. Das ist einfach mir über den Weg gelaufen. Ne? Also ich dachte, das ist was wert und ich wollte es wirklich bei mir vielleicht im WC verbauen. Und dafür hast du schon Sachen angesammelt? Ja, klar. Ich bin Jäger und Sammler. Mhm. Hast du eine Freundin oder Frau? Mhm, eine Freundin. Was hat die gesagt? Hast du damit schön. Schön? Ja. Und was sagt sie jetzt? Die will es nicht hergeben. Die will es nicht hergeben? Mhm. Na, dann ist ja mal ganz spannend. Würdest du es hergeben, Sven? Ja. Ja? Ja, es ist zwar recht niedlich, aber es ist letztendlich schon eine Massenproduktion gewesen. Okay. Ne, das ganze Waschbecken, das kommt von Maurice Herbeau aus Lille. Man sieht halt schon, dass das ein Serienmodell ist, weil man hat hier auch die Bestellnummer teilweise auch von der Waschserie. Das Ganze müsste sich Modell Charles nennen. Mhm. Wird heute auch noch hergestellt. Man konnte das in verschiedenen Variationen bestellen, mit Handmalereien, mit eigenem Dekor. Es ist schön, es ist klein, ich finde es super putzig. Und es war verbaut, aber das Schöne ist, wir haben hier hinten diese Ausstanzung für die eigentliche Armatur und die wurde nicht genutzt. Das hing wahrscheinlich irgendwo in einem kleinen Räumchen, in einem Gästeklo, wo die Armatur direkt aus der Wand kam. Okay. Zum Vorteil für das Waschbecken, ja. Weil ansonsten hätten wir jetzt hier irgendwo ein Loch reingekloppt. Wie alt ist es circa? Ich tippe mal auf die 50er, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Okay. Was hast du bezahlt? Ehrlich, komm, hört kein Händler, hört kein anderer, hört nur ich und Sven. 15 Euro. 15 Euro? Respekt. So, was ist es wert? Du hast nichts gehört. Nein. Was kostet das heute neu? Also neu liegt das, glaube ich, bei 350 Euro. Dann hast du schon mal alles richtig. Jo. So. Und was kann man gebraucht kriegen? Weil das ist ja im Prinzip unbenutzt. Man macht hier ein neues. Ganz unbenutzt ist hier unten ist es schon ganz leicht angeschlagen oder so. Es sieht noch schön aus. Und wenn ich jetzt ein Landhaus habe, dann muss das hier nicht perfekt aussehen. Mhm. Also das wird da reinpassen. Ich denke mal, du könntest dafür zwischen 50 und 80 Euro Maximum erzielen. Okay. Wäre das was? Das wäre schon fair. Ich nehme es wieder mit. Ehrlich? Ja. Nicht mal probieren, ob die nicht Händler probieren. Vielleicht sagen, Mensch, okay. Ich gebe da mehr für. Ja, okay. Gerne. Einfach mal so tun, oh, dann hast du schon Familienbesitz. Du musst ja nicht lügen, aber okay. Händlerkärtchen für dich. Super. Was wäre die Untergrenze, wofür es weggeht dann? Ich dachte schon so 100. 100, ja, ist doch ein schöner Preis. Da sind wir, ich sag mal, wenn wir jetzt zwischen 50, 80, da bist du ja gar nicht so weit von entfernt. Ja, eben. Ne? Für den Preis, es herzugeben, ist natürlich ein bisschen schmerzlich, aber mal schauen, was die Händler bieten. Also ich bin schon erfahren, seit ca. 10 bis 15 Jahren gehe ich auf Flohmärkte und da werde ich schon ein bisschen falschen können. Tobias gibt sich selbstbewusst. Wird ihm seine Erfahrung helfen? Denn gleich steht er 5 Profi-Händlern gegenüber. Guten Tag. Guten Tag. Hallo zusammen. Muschelwaschbecken. Das ist so schön. Das war ganz schön schwer, ne? Das muss eh dann die Besonderheit haben. Ja. Also Maurice, das ist eine Story. Ich habe recherchiert, das ist ein Waschbecken vom Hersteller Maurice Herbeau aus Lille in Nordfrankreich. Lille. Genau. Mit Herz. Dort ganz droben genau. Lille. Mit Herz. Schau mal. Na ja. Susanne, das passt in dein Bad hinein. Von mir kriegst du die goldenen Hähne noch dazu. Ich fange mal an mit 80 Euro. Das Schöne ist, die Seifenablage ist sogar die französische Lilie. Das ist wirklich gut gemacht. Da hätte ich noch ein bisschen besser putzen können. Also. Aber es ist schön. Handwaschbecken. Sie flirten so mit mir. Ist ja auch eine Hübsche, ne? Da kann man auch mal flirten. Also. Jetzt muss dem jungen Mann aber auch mal. Sie hätte schon gegeben für 80, verstehst du? Du noch nicht? Ja. Schönes Angebot. Ihr hättet es für 80 gegeben, ne? Bei mir zuckst du. Mm.
Ja, so sind die Männer. Immer nur den Verstand. Ja, Kopf. Wir gehen weiter ans Waschbecken. Sie ist ein ganz bekannter Designer. Genau. Ja? Bitte sehr, Walter. Ja, ich habe schon geboten. Was hast du denn geboten? 80, wie immer. Also 80 sind noch zu wenig. Viel zu wenig. Das sind noch zu wenig, ja. Ja, viel wenig. Gar nicht. Mittel. Was haben Sie sich vorgestellt? Nichts. Nichts. Ist gut. Schon mehr. Also null gebe ich. Nein. Ich habe doch schon 80, Mädel. Ja, das ist eine schöne Sache. Ein bisschen. Was sagst du denn, Susanne? Ich gar nichts. Gar nichts? Hey, ich bin allein auf weiter Flur. Ja, jetzt hättest du dich mal besser mit mir gut gehalten wie mit dir. Okay. Komm, schnack ein 100, dann ist der Prügel mir. Also gut. Alles klar, komm her. Hey, lang, nicht lang rumfuchteln. So ist es richtig, ruckzuck. Das ist auch erledigt. Ja, es sei dir gegönnt. Dankeschön, viel Spaß. Wiedersehen, tschüss. Tschüss. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Susanne nicht genommen hat. Was soll ich denn das? Das passt doch zu dir ins Bad, ne? Hast du schon mal in meinem Bad? Hör mal, war ja schon mal da. Es passt doch. Hör mal, ich weiß gar nicht, wo treibst du dich überall rum? Ja. Dass du die Bäder kennst. Aber ganz ehrlich, wir haben gerade einen Rekord gebrochen. So schnell war noch nie einer. Ja. Ja, also ursprünglich wollte ich schon so bis zu 300, aber die 100 sind in Ordnung, ich kann damit leben und ja, man muss sich ja ab und zu von was trennen.